Tag und zum Gruß. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Ja, in der Welt ist vieles verrückt, verdreht. Das Gute wird böse genannt und das Böse wird gut genannt. Und woher das kommt und wer oder was dahinter steckt, da schauen wir, was die Bibel heute dazu sagt. Vorher möchte ich mich aber noch kurz bedanken über zwei nette Herren, die mir eine freiwillige Unterstützung geschickt haben, nämlich der Friedrich M. und der Michael G. Ganz lieben herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. So, schauen wir mal, was sagt die Bibel? Da gibt es einen Vers in der Bibel, der prophezeit das, dass das so kommen wird. Und jetzt sind wir da mittendrin, Jesaja 5,20. Wehe denen, die Böses gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis. Also da geht es um diese Verdrehung. Das Böse ist gut, das Gute ist böse. Das wird verdreht und wird aber nicht als solches erkannt. Und jetzt schauen wir, wer dahinter steckt oder was dahinter steckt und ob man etwas dagegen tun kann. Ich habe als Ausgangsbasis einen Text, der ist sehr lang. Ich lese den jetzt einmal nur vor, damit wir den letzten Vers haben, denn darin geht es auch um die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Und dann beleuchten wir diesen Hebräer 5, 11 bis 14 im Detail. Die Überschrift lautet geistliche Unreife oder werdet endlich erwachsen. Darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Die Hoffnung für alle übersetzt es so. Darüber hätten wir euch noch sehr viel mehr zu sagen, aber weil ihr so wenig hinhört, ist es schwer, euch das zu erklären. Wir haben viel zu sagen, aber ihr seid im Hören träge geworden. Denn während ihr nach der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt und was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, er ist ein Unmündiger. Und um die Unmündigen geht es jetzt. Die feste Speise ist aber für die Erwachsenen, wird auch übersetzt mit die Vollkommenen. Und jetzt kommt's. Die infolge der Gewöhnung, wir schauen uns das gleich an, vor allem dieses Gewöhnung, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung zwischen Gut und Böse. So, und jetzt schauen wir uns das im Detail an. Also wie gesagt, noch einmal der Aufruf, ihr sollt jetzt endlich genau hinhören und werdet reif und werdet erwachsen. Ja? Und nur so am Rande dieses Reifwerden, dieses Vollkommenwerden, dieses Erwachsenwerden, ja, diese Vollkommenheit, Vollendung, Reife, auch gewisse Begriffe wie Herrlichkeit und Reich Gottes, Glückseligkeit, das gehört alles zusammen. Ja. Und das ist auch mein neuer Kanal. Ja. Der nennt sich Göttliches Sein. Ihr könnt euch gerne schon einmal dort reinklicken. Es ist noch nichts drinnen, aber in den nächsten Tagen wird das erste Video kommen. Und darin geht es genau um diese Dinge, um diese Vollkommenheit, ja, und dann darin zu leben. So, jetzt wieder zurück. Denn während ihr in der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe, die Aussprüche Gottes sind. So, was sind jetzt die Anfangsgründe, die Aussprüche Gottes? Im nächsten Kapitel finden wir das im Hebräer 6. Da kommen wir dann auch noch einmal zurück zum Schluss. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife, da ist jetzt wieder diese Vollkommenheit, zuwenden und nicht wieder den Grund legen mit der Buße von toten Werken, den Glauben an Gott, der Lehre von Taufe und Waschungen, der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Das kennen wir, das haben wir. Aber jetzt geht's zur vollen Reife. Ja? Das sind diese Anfangsgründe, die Gott uns gegeben hat. Ja? Und jetzt geht's ihm weiter. Ihr seid solche, sagt der Hebräer 5, was wir jetzt genau beleuchten, ihr seid solche geworden, die noch immer die Milch nötig haben und nicht die feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig. Er ist ein Unmündiger. Ja, und ein Unmündiger, das ist jemand, der nicht erwachsen ist, der nicht mündig ist, der nicht reif ist, der nicht
eigenverantwortlich ist, der nicht in die Selbstverantwortung geht. Da gehen wir ein bisschen tiefer noch, ja. Die Hoffnung für alle übersetzt, dass so wer noch Milch braucht, ist wie ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen oder die Vollkommenen reden. Ja. Und die Milch ist schon gut, ja. Das haben wir in 1. Petrus 2,1. Milch ist für die neugeborenen Kinder. Ja. Ist sowohl geistiger Bereich als auch der natürliche Bereich. Ja. Die Milch ist für die kleinen Kinder. Aber im geistigen Bereich ist es die Milch, wodurch sie im Glauben wachsen zum Heil. Ja. Das sind diese Anfangsgründe. Aber jetzt geht es in die Vollkommenheit, zum Vollkommenwerden. Ja. Die feste Speise aber ist für die Erwachsenen oder eben Vollkommenen, und jetzt schauen wir uns das an, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben. Und dieses Wort Gewöhnung, das ist nämlich sehr interessant. Man glaubt nämlich, wenn man das oft genug geübt hat, wenn es eine Gewohnheit geworden ist, aber es ist interessant, das meint nämlich was ganz anderes, Gewöhnung. Dieses Wort Gewöhnung meint eine erlernte Verhaltensunterdrückung, die automatisch ablaufen würde. Ja. Da gibt es ein Wort dafür, Habitutation. Ja. Und als Habitutation oder eben Gewöhnung bezeichnet man in der Lern- und in der Gedächtnisforschung die Abnahme der Reaktionsbereitschaft bei wiederholter Darbietung eines Reizes. Ja, der wiederholte Stimulus, der Reiz oder der Trigger oder eben dieser Auslöser wird dann als unwichtig eingeordnet und eine Reaktion auf den Reiz unterbleibt. Wir kennen das. Reiz, Trigger, automatisch geht es dann weiter, diese automatische Reaktion. Aber da geht es eben anzusetzen, dass dieser Reiz, dieser Trigger, dieser Auslöser eben anders erkannt wird und dadurch diese automatische Reaktion unterbleibt oder eben als unwichtig eingeordnet wird. Ja. Und das sind so wichtige Begriffe, vor allem in unserer heutigen Zeit. Ja. Diese Reiz, Trigger, Auslöser, Emotion, Reaktion, ja, das gibt es dann alles auf meinem neuen Kanal, Göttliches Sein. Da gehen wir dann wirklich in die Tiefe. Ja. Das, was wir bis jetzt gemacht haben, ist Aufdeckung. Jetzt geht's zur Entdeckung. Entdeckung auch nach innen, ja, also eine sogenannte innere Reise, eine Journey Discovery, eine Entdeckungsreise nach innen hinein zur Vollkommenheit. So, geübte Sinne haben. Was heißt das jetzt? Was meint die Bibel damit? Gehen wir zum griechischen Grundtext. Das griechische Grundtextwort ist Aisterion. Ja. Das bedeutet Sinn, ja. In dem Fall mit Sinn übersetzt, ist das Organ zur Wahrnehmung, bedeutet auch geistliches Leben. Ja. Und schauen wir uns die Wahrnehmung einmal an, auf Griechisch in der Bibel verwendet, ja, dieses Aisthesis, das ist sehr interessant. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein sehr guter Sprecher, also mir gefällt er ganz gut, Dieter Lang heißt er, oder Dieter Lange. Und er sagt, einer seiner Lieblingssätze ist, Wahrnehmung ist alles. Der hat nicht ganz Unrecht. Ich will nicht sagen alles, aber es ist sehr viel. Ja. Und wenn wir jetzt das Wort Wahrnehmung anschauen, die Wahrnehmung ist individuell von jedem Menschen anders. Ja. Und die ist wiederum abhängig von gemachten Erfahrungen, hinterlassenen Eindrücken und die subjektive Interpretation. Ja. Das ist die differenzierte Sichtweise. Und das prägt dann unsere Wahrnehmung, wie wir etwas wahrnehmen. Ja. Und in der Bibel drinnen wird das Wort Aisthesis, diese Wahrnehmung, eben so beschrieben. Das wird, teilt sich auf, das ist sowohl sinnlich, ja, das betrifft den sinnlichen Bereich, wobei dieser sinnliche Bereich von der Kirche ja total verpönt und weggestrichen ist, ist ja sogar Sünde, ja. Also das ist die Wahrnehmung, sowohl sinnlich als auch der geistige Bereich. Und in der geistigen Wahrnehmung wird es beschrieben, es wird einem etwas bewusst. Es ist eine Bewusstwerdung, es ist eine Bewusstheit, es ist ein Bewusstseinswandel. Ja? Das Wort beschreibt etwas Verstehen. Es ist ein unmittelbares Verstehen, ein plötzliches Erkennen. Ja? Das sind die sogenannten Aha-Erlebnisse. Mir wird plötzlich was bewusst. Ja? Und das ist jetzt nicht durch den Ratio, ja? Durch Nachdenken, durch Verstand, durch Forschen, durch Studieren, Recherchieren. Das wird nicht dadurch erreicht. Ja? Das kommt. Das kommt. Von wem kommt das? Wir werden gleich schauen. Es kommt, wenn du oder der Mensch dazu bereit ist,
und den Raum dafür bereitet hast. Ja? Das heißt, wenn wir uns einen inneren Raum schaffen, jenseits von Gedanken, die ganzen Emotionen, dieses reaktive Verhalten, ja, und wenn wir uns in diesen Raum bewegen, ja, das ist ein heiliger Raum, ja. Darum heißt es ja auch, gebt dem Teufel keinen Raum. Der will da auch rein, ja, mit seinen ganzen Sachen. Also wenn wir diesen Raum haben und in der Liebe verweilen, dann, ja, das ist die Voraussetzung, dann erfahren wir eine, nennen wir es mal, eine allumfassende Intelligenz, ja. Die Bibel würde es nennen, eine übernatürliche Offenbarung des Heiligen Geistes, ja. Und das kommt aus der Übereinstimmung des Lebens nach dem Willen Gottes. Ja. Das kriegt nicht jeder so offenbart. Ja. Das ist in dieser Übereinstimmung, wenn wir nach dem Willen Gottes leben. Darum heißt ja, der Heilige Geist weht, wo er will. Wir haben dann noch in dem apokryphen Buch Evangelium des vollkommenen Lebens, das passt da auch ganz gut dazu, den möchte ich noch vorlesen, den Vers. Und zwar, lebt die Eigenliebe, die Nächstenliebe, die Liebe zu aller Kreatur, dann öffnet und vergrößert sich euer Denken und euer Sinn, eben diese Wahrnehmung, das Bewusstsein, ja. Und das Reich Gottes kommt euch immer näher und ihr kommuniziert mit Gleichem, das heißt mit dem Göttlichen, ja. Seid ihr jedoch begrenzt in eurem Egoismus, kommuniziert ihr mit Begrenztheit. Da müssen wir raus, ja. Das heißt, letztendlich setzen die Grenzen wir selbst, wo die Begrenztheit ist, ja. Aber ich möchte jetzt nochmal zurückkommen. Bleiben wir noch kurz bei diesen Unreifen, bei denen, die noch nicht erwachsen sind, wo sie eben schauen müssen, dass sie durch die Gewöhnung geübte Sinne haben und da auch rauskommen, ja. Und diese Nicht-Erwachsenen, die Unreifen, die haben wir im 1. Korinther 13, 11 und 12 auch beschrieben. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie ein Kind, ich dachte wie ein Kind, ich urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann oder meine Frau wurde, tat ich weg, was kindlich war. Ja? Dann redete ich und dachte ich und urteilte ich wie ein Mann oder wie eine Frau. Ja? Wie man jetzt schon, viele sind da stecken geblieben. Die reden, denken und urteilen noch immer wie die kleinen Kinder, nur in Erwachsenenkörpern. Ja? Die sind einfach unmündig, sie sind unreif, ja, nicht erwachsen, nicht eigenverantwortlich. Und da gibt es eine große Gruppe von Menschen, die sind sehr schwierig, ja. Und die haben diese Habilitation überhaupt noch nicht gehört, nicht verstanden, beherrschen es auch nicht und sind auch gar nicht bereit, sich darauf einzulassen. Ja. Wie diese Gruppe heißt, das sage ich euch dann zum Schluss. Ja. Ich möchte es euch kurz einmal beschreiben. Vielleicht habt ihr ja auch in eurem Umfeld so einen Menschen, vielleicht einen Chef oder einen Partner oder Vater oder Mutter und. Ja. Es kann jeden betreffen. Ich beschreibe euch die mal, wie die sind. Das sind Menschen, die haben eine ganz eigenartige Beziehung zu allem, zu sich selbst, zu anderen, zu den Tieren, zur Umwelt, zur Wirklichkeit. Warum? Sie haben eine verzerrte Wahrnehmung. Ihr Sinn ist verblendet, sagt die Bibel vom Rumpelwismar. Sie verleugnen die Realität, vor allem über sich selbst. Sie sind ja großartig, sie sind grandios, zumindest glauben sie das. Ja. Sage ihnen ja nicht, dass es nicht so ist. Sie sind kritikunfähig. Ja. Wenn du es trotzdem wagst, dann kommt es zu einer Kampfansage und das endet dann meistens im Drama. Ja. Und weil er ja so grandios ist, er der Gute, der Beste, sind alle anderen und alles andere ist schlecht und wird ständig negativ bewertet, beurteilt, abgewertet, runtergesetzt. Ja. Neben so einem Menschen, ja, wenn du einen Chef hast, als Partner oder als Elternteil, wird man entweder gar nicht wahrgenommen oder wenn, dann nur als Objekt der eigenen Begierde oder zum eigenen Nutzen von dem, oder man wird entwertet, ja, niedergebuttert. Ja, die sind so richtige Schwarzseher. Sie sehen immer den schwarzen Punkt auf der weißen Leinwand. Ja, sie sind Defätisten. Ja. Und ich möchte nochmal zu diesem Kampf zurückkommen, wenn man sie doch kritisiert. Ja, aber pass auf, wehe dem, der nicht tadelt. Kommt jetzt einmal Kritik auf den Tisch, ja? Oder es wird ein Fehler gezeigt. Es kommt einfach Schuld auf den Tisch, ja? Dann geht er oder sie eben nicht wie ein Reifer in die Selbstreflexion und in die Auflösung,
Ja? Erkennt das Wort nicht, Habituation. Durch Gewöhnung geübte Sinne. Sondern was macht er? Er kompensiert es. Was ist eine Kompensation? Eine Kompensation ist eine Strategie, mit der bewusst oder unbewusst versucht wird, die eigene Minderwertigkeit, Schwäche und die Fehler auszugleichen. Ja, statt sie zuzugeben und dran zu arbeiten. Er kompensiert auf seine Weise, meistens mit Projektion, ja. Und das ist interessant, wenn die mal so richtig im Streit sind, was da dann in den Kampf gesagt wird, das sind immer die Dinge, die sie selbst sind. Das heißt, sie werfen dir oder dem anderen die Dinge an den Kopf, die sie selbst haben, ja. Sie sind aber die Träger des Unvermögens, ja. Ja, sie reagieren letztendlich wie ein kleines, unreifes Kind. Ja, schauen wir mal die kleinen Kinder an. Ja, wenn du sie ihnen sagst, das war jetzt falsch, das war jetzt böse, das war nicht richtig, was macht das Kind? Es verdreht die Augen. Kennen wir ja, macht der Erwachsene auch, ne? Er trotzt. Kennen wir, er ist beleidigt. Kennen wir, dabei geht er auf Distanz. Ja, das macht er oft tagelang. Oder sie halt, ja. Da wirst du ignoriert, ja. Das nennt man auch Silent Treatment. Das ist ein stilles Schweigen, so ein vor sich hinschmollen. Das vergiftet die Atmosphäre sehr, ja. Das spürt man, das ist toxisch. Das ist Luft zum Schneiden dann, ja. Oder er rennt davon, fight. Oder er kämpft. Na, umgekehrt. Er läuft davon, es ist die Flucht, flight. Oder er kämpft, das ist der Fight, der Kampf, ja. Weil du hast mir weh getan, jetzt tue ich dir weh. Aber da steckt ein Geist dahinter. Da steckt ein Geist dahinter. Der will zerstören, ja. Der Zerstörer, der Verderber. Das ist Apollyon. Ein anderer Name halt für Rumpel. Den haben wir in der Offenbarung. Und der ist jetzt sehr am Wirken, ja. Wir brauchen nur in die ganze Gesellschaft hineinschauen. Es geht immer mehr in diese Richtung. Das Wort kommt dann zum Schluss, ja. Diese Menschen haben keine Geduld, ja. Wenn nicht gleich alles funktioniert, ausrasten. Und dann kommen ja ihre so netten Wörter. Da wird dann geflucht, was das Zeug hält, ja. Alles, was dir wichtig ist, ist ja letztendlich teuflisch, ja. Das hört man oft, ja. Der Teufel wird oft angesprochen, ja. Da heißt ja auch, du bist ja vom Teufel, ja. Aber ja, wie gesagt, es wird nur projiziert. Sie haben auch eine märtyrerische Opferhaltung. Ja, dann bin ja ich immer das, ach, ja, mit dem kann man ja sowieso alles machen, diese Opferhaltung, ja, Kim auch. Es gibt drei spezielle Wörter, die werden immer wieder verwendet. Immer, damals und du. Ja. Du siehst das ja falsch. Du bist ja streitsüchtig. Du hackst immer auf mir rum. Immer redest du negativ. Fängst du schon wieder damit an? Das sind diese Worte, wenn sie versuchen, die Schuld, die aufgezeigt wird, abzublocken und ja. Was auch noch eine Taktik ist, sie lenken vom Thema ab. Es wird was ganz anderes angesprochen, was überhaupt nicht dazu passt. Da muss man dann immer wieder zurückholen, ja. Sie akzeptieren keine andere Meinung. Toleranz, Fremdwort, ja. Egal, wie gut deine Sache belegt ist, wie gut du sie zeigen kannst, es ist nicht richtig, ja. Keine Empathie und sie sind Wiederholungstäter, ja. Selten oder gar nicht gibt es eine Entschuldigung, ja. Sie sehen es ja gar nicht ein, ne? Du bist ja der Böse, du bist ja der Dumme, du bist ja der Streitsüchtige oder sonst was. Aber das Leben neben solchen Menschen oder die Arbeit mit solchen Menschen kann ganz schön schwierig sein. Das ist fast wie ein Leben auf einem Minenfeld, ja. Ein falscher Blick, ein falscher Ton, eine falsche Aussage. Puh, Aggression, Drama, ja. Ja, da ist keine Selbstbeherrschung da. Da ist das Wirken des Heiligen Geistes fehlt, weil die Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstbeherrschung, ja, sagt der Galater 5. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn es dann zu einem Gespräch kommt, wo sie sich rechtfertigen wollen, dann wird alles verdreht, ja. Und sie wollen dich dabei selber verwirren, ja. Und die haben da eine ganz bestimmte Taktik, das nennt man Gaslighting, ja. Und die verdrehen alles, dass du dann am Ende wirklich verwirrt bist und da denkst, na, vielleicht hat er ja doch recht oder vielleicht tue ich ihm jetzt Unrecht mit meiner Kritik, ja. Oder Ghosting heißt das so. Oder irgendeins von den beiden, ja.
Sie sind keine wirklich Gläubigen, weil wären sie das, dann hätten sie den Heiligen Geist, dann wäre die Selbstbeherrschung da, ja. Sie können nicht loben, sie können nicht lieben. Und wenn man so einen Menschen als Partner hat, dann verhungert man emotional neben ihm. Hast du ihn als Chef, wirst du nie Lob von ihm bekommen, ja. Sie beteuern zwar, der Partner, dass er dich liebt, aber Liebe tut nicht weh, ja. Sie können auch nicht über ihre Innenwelt, über ihre Gefühle reden, ja. Da gibt es keine Begeisterung, keine Freude für irgendetwas. Aber was dich begeistert, das wird immer schlecht gemacht, ja. Das wird immer beanstandet, ja. Da gibt es jemanden im Alten Testament, wird er auch beschrieben, im Neuen Testament haben wir jetzt schon gesagt, wie er heißt, Leviathan, Apollyon, der Verderber, der Zerstörer. Im Alten Testament heißt er der Leviathan, er ist der König der Stolzen. Im Hiob 41 haben wir das. Die Stolzen, ja, keine Demut. Haben meistens auch keinen Sinn im Leben und sie tun auch nichts für die Welt, ja. Und ihr kennt ja die drei Affen, ne? Die drei Affen. Sie versinnbildlichen letztendlich die drei Affen. Er sieht mich nicht, er hört mich nicht, er redet nicht mit mir. Zumindest wenn, dann nicht auf einer reifen Ebene. Oder ja, er verbietet mir sogar das Reden, das Sagen. Sag ja nichts, lass es einfach, vergiss es. Ja. Diese Menschen sind Narzissten und die ganze Gesellschaft tendiert immer mehr in diese Richtung Narzissmus. Das ist mit ein Punkt, den sich Rumpel für die Endzeit ausgedacht hat. So steht es da drin geschrieben, ja. Was wäre das Gegenteil? Das Gegenteil ist jemand, der seine Schwächen, seine Fehler, seine Macken, die Bibel nennt es Sünde, erkennt, eben wahrnimmt. Sie können es nicht, ja. Das ist eine verzerrte Wahrnehmung, ja. Das zugibt, da gehört nämlich Mut dazu, ja. Das heißt, die Bibel nennt es Sünden bekennen, auf der einen Seite vor Gott, auf der anderen Seite bei den Menschen und auch Wiedergutmachung. Das Ganze dann aufgeben, ja. Das heißt, man hat hier eine Reue. Ja. Man könnte letztendlich sagen, wenn man ihn darauf aufmerksam macht, müsste er oder sie dann darauf sagen, danke und sorry. Das spielt's noch nicht, aber es wird kommen, ja. Ja. Und das ist auch, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, wenn ich nicht gekommen wäre, und zu ihnen geredet hätte, dann hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keine Entschuldigung. Jesus hat sie auch darauf aufmerksam gemacht. Ja? Und es ist auch unsere Aufgabe, das zu tun, die Menschen zu ermahnen. Wir sind Botschafter an Christi statt und sollen auch ermahnen. Das haben wir auch im 2. Timotheus 4,2. Setz dich dafür ein. Ob es den Leuten passt oder nicht, rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht, überführe, ermahne. Ja, das klingt jetzt irgendwie so, ja, es ist imperativ, es gehört zu unseren Aufgaben dazu, aber bitte nicht mit dem Hammer. Ich sag dir jetzt was, weil ich muss dich ermahnen, weil das im Neuen Testament drinnen steht. Na, bitte nicht. Man braucht ganz viel Einfühlungsvermögen, Mitgefühl. Sie sind ja arm, ja. Man muss sehen, dass sie verwirrt sind und wir wollen versuchen, sie auch auf den rechten Weg zu bringen, ja. Darum heißt es hier weiter mit aller Langmut und Lehre. Das ist die Lehre. Ja. In die Richtung. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Und es ist eine schwierige Aufgabe, denn sobald man diesen Menschen etwas aufzeigt, kann es sein, dass dieses Pulverfass, auf dem sie sitzen, diese Mine, das Minenfeld, dass da dann was explodiert. Und es ist ein großer Bereich, auch mit uns selbst, ja, wir haben ja auch gewisse Anteile in uns oder wir haben noch diese Emotionen in uns und, ja, diese Aktion, Reaktion, Emotion, diese ganzen Dinge. Wie gesagt, es ist ein riesengroßes Thema, was jetzt so wirklich in der Tiefe beleuchtet wird, ja, nicht nur von mir, sondern auch, das sieht man eh überall sonst auch noch. Aber wie gesagt, da ist dann mein neuer Kanal dafür zuständig, Göttliches Sein, Link ist unten drinnen. Erstes Video kommt in den nächsten Tagen und bis dahin wünsche ich euch Gottes reichsten Segen und Habilitation.